Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Zeige ich, wie man die Thermostate tauscht an der Gacha Classic. Das haben wir gemacht, weil die Maschine nicht mehr aufgehört hat zu heizen, wenn sie an war. Das heißt, war immer der Kaffee war viel zu heiß und die Gefahr ist natürlich, dass wenn es mal vergisst auszuschalten, dass die wirklich überhitzt und dann dir zerschmilzt quasi. Der eine Thermostat schaltet nämlich einfach bei 145 Grad ab und der andere bei 107 wieder ein. So pendelt sich das, wenn sie an ist, eigentlich immer in diesem Bereich. Ich ersetze die hier mal. Es gibt zwei andere Videos, den Zusammenbau und die Demontage. Da schreibe ich unten in die Videobeschreibung mal die Timestamps rein, bis wohin ihr schauen müsst oder ab wo ihr schauen müsst, damit ihr da rankommt, so wie es jetzt da liegt am Kessel. Ja, wunderbar, dann viel Erfolg und auf einen guten Kaffee.